Was ist die beste Rüstung und vor allem warum? Was hat Schaden und Penetration bei einer Waffe für eine Bedeutung? Was bedeutet es, eine Rüstung abzugraden? Wo ist der Sweet Spot? Und was hat die Distanz mit dem Ganzen zu tun? Ist gar nicht so kompliziert. Wir bringen es auf den Punkt. Ich nehme das Ergebnis jetzt schon mal direkt vorweg, für die, die es nicht abwarten können, direkt weiterklicken möchten, keine Zeit haben, keine Zeit, 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 Zeit. Die beste Rüstung ist momentan, also der Sweep Spot für die beste Rüstung ist bei der blauen Variante. Die blaue Rüstung ist jetzt hier in der Reihe und das Ganze in Kombination mit einer lila Waffe, in dem Fall hier die Flechette. Ich liebe die Flechette. Also lila Waffe in Kombination mit einer blauen Rüstung ist momentan der Preis-Leistungs-Sweep Spot für das Late Game, um noch vernünftig Noten reingehen zu können und maximal effektiv zu sein. Für die, die ein bisschen mehr Zeit haben, machen jetzt erstmal ein bisschen Waffenkunde und zwar fangen wir bei den Pistolen an. Es geht erstmal um die Reichweite, dass wir verstehen, was macht Reichweite aus. Jede Waffenklasse hat eine definierte Reichweite. Das heißt, Pistolen haben kurze Reichweite, Scharfschützenwaffen haben lange Reichweite. Wir sehen hier einmal die K28 mit einer effektiven Reichweite von 25. Das heißt, hier haben wir sozusagen den Maximalbereich, in dem die Waffe 100% Schaden macht. Eine Ausnahme ist die Hammer. Die Hammer ist aber auch eine Scharfschützenpistole. Die macht beispielsweise bis 30 Meter den maximalen Schaden. Ist aber eine absolute Ausnahme, weil es eigentlich so eine Art Scharfschützenpistole ist. Gucken wir uns mal die SMGs an, haben wir eben angesprochen. Die machen nur 5 Meter mehr, haben 5 Meter mehr Reichweite für 100% Schaden. Die PDW hier mit 20 Metern. Bis hin zu Voltec Brute, eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Waffe im Spiel momentan, mit 20 Meter Reichweite. Dann kommen wir zu den ARs. Hier haben wir einen Durchschnitt von 30 Metern für die effektive Distanz. Und bei den Shotgun geht es sogar unter die Pistole. Pistole war 15, Shotguns 10 Meter und schließlich die Sniper sind noch ein bisschen unterschiedlich. Wir haben hier einen Standard von 50, wobei die C32, ausgerechnet die C32, die Starterwaffe, eine der besten Waffen im Spiel, weil sie so unglaublich günstig ist und die beste Starterwaffe ist, mit unendlicher Reichweite. Und auch die Kinetic Arbiter, auch eine wahnsinnige Waffe, auch mit unendlicher Reichweite. Und bei den Legendaries erwarten wir nichts anderes. Dreimal unendliche Reichweite. Die Tabelle verlinke ich euch, könnt ihr euch alles anschauen, wer das nochmal nachlesen möchte. Das erstmal vom Grundprinzip her für die Reichweite. Gucken uns jetzt die Schadensreduktion an, also nach dieser effektiven Reichweite verlieren Pistolen 50%, also die Hälfte ihres Schadens. Die SMGs verlieren 30% ihres Schadens. Man merkt auch hier schon wieder, die ARs 25%, also je eher eine Waffe für den Long Range Fight ausgestattet, ausgerichtet ist, desto weniger ist auch der Schadendrop, bis hin zu den Scharfschützenwaffen, wo wir dann im besten Fall gar keinen Schadensdrop mehr haben. Das heißt, da geht der volle Schaden auf volle Distanz durch. Wir merken uns hier also, dass jede Waffenklasse ihre Berechtigung hat. Kurzreichweitenwaffen sind effektiv auf kurze Reichweite und Long Range Weapons benutzt man wirklich für Long Range und deswegen ist eine Kombination, zum Beispiel die C32 mit einer SMG zu benutzen, momentan eine, ja, fast schon Meta, wenn man das so früh im Spiel sagen kann. Also eine sehr, sehr effektive Kombination. So, die Aufwärmrunde ist vorbei. Auf geht's ans Eingemachte, und zwar Rüstungsdurchdringung und Rüstungswerte. Die Rüstungen haben feste Rüstungswerte, und zwar hier merken wir uns die Zahlen 10 für die weiße Rüstung. Also die weiße Rüstung hat 10 Rüstungspunkte, 17 für die grüne, 23 für die lilane, Entschuldigung, für die blaue, 26 für die lila und 28 für die rote. Wir merken, dass von 10 auf 17, also am Anfang, der Differenzbetrag sehr, sehr hoch ist und von lila auf rot, wir nur noch 2 zusätzliche Rüstungspunkte haben. Das bedeutet, dass im Endeffekt der Benefit von hochwertigen Rüstungen immer geringer wird, je weiter wir nach oben kommen in der Liste. Das haben die Entwickler deswegen gemacht, weil sie sagen, man soll zwar einen Vorteil haben von hochwertiger Rüstung, allerdings soll man nicht als Panzer rumlaufen, nur weil man viel gegrindet hat. Der Skill im Spiel soll eine entscheidende Bedeutung haben. Deswegen sind diese hochleveligen Rüstungen nicht mehr so effektiv. Ja, und die Frage ist dann natürlich, wo ist der Sweet Spot? Was macht dann am meisten Sinn? Wo kann man sich gut einpendeln? Schauen wir uns jetzt die Waffen an und die Rüstungsdurchdringung sehen wir genau dieselben Werte. Also eine weiße Waffe hat eine 10er Rüstungsdurchdringung. Das geht dann wieder weiter von 10 über 17. 23, 26 bis hin zur roten Waffe, zur exotischen Waffe mit einer Rüstungsdurchdringung von 28. Das heißt, hier haben wir die Zahlen als Pendant zu den Rüstungswerten. Das bedeutet ganz einfach, dass eine weiße Waffe mit einer 10er Durchdringung auf eine 10er Rüstung, auf eine weiße Rüstung, genau den Schaden macht, der angegeben ist, der vorgesehen ist für die Waffe. Wenn wir uns hier mal die AR-55 anschauen, das sind 13 Schadenspunkte, die die Waffe macht.
Schießt die AR-55 auf eine weiße Rüstung, machen wir genau 13 Schadenspunkte. Ganz simpel, ganz easy. Erhöht sich jetzt die Rüstung, reduziert sich der Schaden, das heißt, die Rüstung absorbiert nicht alles, sondern sie erhöht sich sozusagen oder verbessert sozusagen die Armor-Absorption, also die Schadensabsorption. Also der Spieler kriegt etwas weniger Schaden. Ihr seht, die Werte sind gar nicht so krass. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die weiße Rüstung, ich scroll mal ein bisschen hoch, hat noch den vollen Schaden. Die grüne Rüstung blockiert 2 Schadenspunkte. Die blaue Rüstung blockiert nur noch einen Schadenspunkt mehr als die grüne. Dann die lila Rüstung, ein Schadenspunkt weniger als die blaue. Und die rote, exakt dieselbe Schadensreduzierung, in dem Fall bei der AR-55, wie die lila. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel würde die rote Rüstung gar keinen Sinn machen, wenn der Gegner mit einer AR-55 auf euch schießt. Das Ganze zieht sich komplett hier durch. Wir sehen immer die größte Reduzierung von grün auf blau. Und das Ganze wird dann immer weniger. Wir sehen immer wieder mal gleiche Werte bei blau-lila. Hier 12-12, 5-5 und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt mal auf eine der besseren Waffen. Und zwar in dem Fall die Advocate von der ICA. Eine großartige AR mit einer Rüstungsdurchdringung von 26. Wir merken uns, die weiße Rüstung hat einen Rüstungswert von 10. Das heißt, wir liegen hier 16 Punkte sozusagen über dem Rüstungswert. Also vom Verhältnis her 3 Klassen drüber. Wir haben eine Rüstungsdurchdringung von 26. Das heißt, von den angegebenen 11 Schaden gehen 14 Schaden durch die Rüstung. Das bedeutet also, wenn wir mehr Rüstungsdurchdringung haben, dass wir dann gegen Rüstungen, die einen niedrigeren Wert haben, mehr Schaden machen. Das heißt, da kommt ein Multiplikator ins Spiel. Wir haben nicht nur eine Schadensabsorption, sondern auch eine Schadenserhöhung. Das heißt, hier wird es unglaublich interessant. Die Schadenspenetration, die Rüstungspenetration, macht unglaublich viel aus in The Cycle Frontier. Erst wenn die Advocate wieder auf ihr Pendant trifft, also lila trifft auf lila, haben wir den angegebenen Schadenswert von 10 und bei der exotischen Rüstung, bei der roten, wo wir einen Rüstungswert von 28 haben, machen die 26 Penetration mit den 11 Schaden einen Schadenspunkt weniger, also da haben wir nur noch 10. Das ist also die Logik dahinter. Das Verhältnis muss stimmen, 1:1 Schaden, es ist höher, machen wir mehr Schaden, es ist niedriger, machen wir weniger Schaden. Der Sweep Spot ist durchgängig, wenn man sich die Waffen hier anschaut, durchgängig bei der blauen Rüstung. Das heißt, wir haben den meisten Benefit, die größte Reduktion, durchgängig bei den blauen Rüstungen. Man darf ja nicht vergessen, je höher eine Rüstung ist, desto teurer wird sie auch. Der Preis von einer lila Rüstung ist so hoch und bringt nur einen Schadenspunkt Reduzierung. Das steht momentan in keinem Verhältnis. Das heißt, das ist wirklich eine reine Luxusrüstung, die aber jetzt für das Spiel an sich nicht so viel bringt. Wenn man zu viel Geld hat, sollte man sich auf jeden Fall eine lilane oder eine rote Rüstung gönnen. Wenn man aber sagt, wo kann ich das Geld gut investieren, ich muss haushalten, was ist das Beste für mich, dann ist es die blaue Rüstung. Damit habt ihr die meiste Schadensreduzierung für die meisten Waffentypen. Hier im Beispiel ist eine C32, die auf einen Gegner schießt. Und ihr seht jetzt der Schuss. Hitte. Und der Gegner bekommt ein grünes Armor-Symbol. Das heißt, der Gegner hat eine grüne Rüstung. Was heißt das? Die Rüstung hat den Schadenswert, die Waffe, die C32 hat einen Schadenswert von 57. So absorbiert, dass er diese 2 Schüsse überlebt hat. Normalerweise hat ein Gegner 100 Lebenspunkte, das heißt 2 Schüsse aus der C32 hätten ihn getötet. Jetzt hat die grüne Rüstung ihn gerade so überleben lassen und ihr seht hier wieder Spieler Nano, ich verlinke ihn unten, könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei dem Guten, mit seinem neuen Abo, ob man Katana hier in den Nahkampf geht und sich mutig dem Gegner stellt. Was ist hier also passiert? Die grüne Rüstung ist eine Rüstungsstufe über der weißen C32 und reduziert damit den Schaden um 8 Punkte. Das heißt, die 57 Schaden reduzieren sich auf 49 und damit hat der Gegner genau 98 Schaden kassiert und hat mit 2 Lebenspunkten diesen Kampf überlebt. Das heißt, wenn uns diese Funktionen klar werden, können wir relativ gut mit solchen Waffenberechnungen und Erkennungen von gegnerischen Rüstungen uns schon ausmalen, okay, mit dem ersten Schuss, mit dem zweiten Schuss wird er nicht sterben, das weiß ich jetzt schon. Ich kann meine Strategie so und so darauf anpassen. Wenn wir uns die Nahkampfwaffen anschauen, fällt uns ja auch was Besonderes auf, und zwar erhöht sich der Penetrationswert, wenn wir einen Schlag aufladen. Ihr kennt das, linke Maustaste gedrückt halten, lädt den Nahkampfschlag auf, damit könnt ihr Strider zum Beispiel, also Schreiter, mit einem Schlag legen. Und wir sehen hier, dass sich nicht nur der Schaden erhöht mit einem aufgeladenen Schlag, sondern auch die Penetration, und zwar um 2 Punkte. Das bedeutet, wir haben nicht nur die 25 Punkte mehr Schaden, sondern nochmal einen Bonusschaden, unabhängig von der gegnerischen Rüstung. Ich habe hier noch eine zweite Database, die verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Und zwar sehen wir hier alle Kreaturen, wenn wir das Ganze mal vergrößern
und sortieren nach Rüstung. Da sehen wir, dass die Rüstungsklassen der Monster von 10 bis 31, 33, 35 gehen. Die Hauptrüstungen sind von 10 bis 17, das sind die Tier 1 Monster, die ihr am häufigsten trefft. Die stärkeren Gegner haben eine Rüstungsklasse von 26 bis, nehmen wir nochmal den Marauder dazu, bis 28. Das heißt, wir liegen der Range von blauen und lila Waffen. Da machen wir den 1 zu 1 Schaden. Und erst der Savage Marauder und der Rattler und der Crusher und die ganz, ganz großen Viecher, die sozusagen haben dann einen Rüstungswert von über 31. Wir haben keine Waffen, die so hohe Rüstungsdurchdringung haben, außer legendäre Waffen. Das bedeutet, wir haben hier sozusagen nur die Möglichkeit mit 28 Penetration einfach länger drauf zu halten. Dann gehen die Gegner auch down. Aber klar, die sollen natürlich auch schwerer down gehen. Das zeigt einfach nur, wo unsere effektive Range ist. Und dass wir sozusagen alles, was unter einem Marauder ist, alles, was unter einem Tier 5 Strider ist oder einem Tier 4 Strider, dass wir da schon Bonusschaden machen, wenn wir mit einer lila Waffe rausgehen. Selbst blaue Waffen sind deswegen mit einer Rüstungsdurchdringung von 26 schon super effektiv. Und damit können 99% der Monster bereits gelegt werden. Das muss einem bewusst werden. Wenn das Ganze noch kombiniert wird mit einem Kreaturenschadenerhöher-Modifikator, dann machen wir die Gegner entsprechend noch schneller platt. Das heißt, auch hier sehen wir, in Abhängigkeit der Rüstungsklasse der Monster, dass die Waffen von blau bis lila am effektivsten sind. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Waffe jetzt insgesamt am effektivsten ist, in diese ganzen Berechnungen sozusagen mit einfließen lassen, was, wo, wie gut ist und vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis, Reichweite und so weiter, also wenn wir alles mit einfließen lassen, erhalten wir eine zahlenorientierte Tierliste nach Waffen, die sozusagen jetzt einmal nach Zahlen, aber auch nach Wertigkeit, Preis-Leistung und nach Effektivität sowie Verfügbarkeit und so weiter sortiert ist. Und man kann das relativ gut machen. Seit der Alpha machen wir bereits diese Tierlisten und passen die immer an. Momentan sehen wir zum Beispiel, dass die C32 immer noch seit Anfang an, seit Beta 1, eine der stärksten Waffen im Spiel ist. Und das ist sie auch Gott sei Dank geblieben. Wir werden noch sehen, ob die Flechette hier bleiben darf. Maschinenpistolen, also die SMGs, wurden nämlich etwas genervt. Ich hoffe, wir können sie in der S-Tier halten. Aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Wenn ihr die Liste sehen möchtet und so ein bisschen Grundorientierung haben möchtet, in welche Richtung es gehen soll, guckt gerne hier rein. Leute, damit bin ich draußen. Ich hoffe, euch brummt der Kopf nicht. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, das ist gar nicht so schwer. Einfach die Zahlen merken. Ich sag's nochmal ganz schnell. 10, 17, 26, 28. Ich habe eine Zahl vergessen. 10, 17, 23, 26, 28. Damit bin ich raus. Ciao, ciao, Leute. Bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Ciao.